Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Leuchtende Perle auf der Switch. Wir befinden uns immer noch im Karlberg und ja, da sieht es nochmal eingeblendet auf der Karte. Im letzten Video sind wir zusammen mit Arvenaro, den wir jetzt auch hier nochmal angetroffen haben in der Höhle, sind wir ja zusammen hier, haben die Gegend erkundet, haben gegen Trainer gekämpft. Und ja, zum Abschluss sind wir hier ja in diesen Raum gekommen und natürlich, wie sollte es auch anders kommen? Arvenaro hat uns das Item, was da eben zu finden war. Es müsste ein Magma-Stein gewesen sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Den hat er uns natürlich vor der Nase weggenommen. Ja, das war natürlich klar, dass das so kommt. Da konnten wir auch schon die Uhr danach stellen. So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist auch der Vulkan ausgebrochen offensichtlich. Also, ich bin mal gespannt, was wir denn gleich zu sehen bekommen, wenn wir irgendwann mal hier aus der Höhle raus sind. Vielleicht werden wir irgendwie, weiß nicht, von Magma schon begrüßt und vielleicht gehen wir drauf und das Spiel ist beendet. Man weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Ich würde aber auch mal eben, zumindest jetzt, können wir hier in dem Fall den Kraxler einsetzen. Das konnten wir nämlich vorhin nicht, als wir mit Arvenaro hier waren. Jetzt können wir natürlich hier mal schauen, was für tolle Items wir hier noch sammeln können. Ich würde da jetzt aber nicht so viel Wert drauf legen. Also wenn ich jetzt hier irgendwo den Kraxler noch einsetzen kann, um so an irgendein Item zu kommen, dann machen wir das natürlich. So, wir wenden Schutz nochmal an. Also gar nicht. Können wir hier irgendwie nochmal. So, hier wird es hochgehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist da noch was. Ja, da ist noch ein Item. Sehr schön. Hyperball. Klasse. Ja, ich würde einfach sagen, wir verlassen jetzt die Höhle hier. Gehen mal raus und dann schauen wir einfach mal, was denn jetzt passiert. Vielleicht treffen wir doch mal auf Arvenaro. Vielleicht, keine Ahnung, hat Pitta ihn ja auch mal aufgehalten. Ne, weiß man ja nicht. Ich würde es zumindest abfeiern. So, jetzt sind wir erstmal wieder hier. Okay. So, dann geht's hier weiter runter. Okay, hier hoch, klar. Den Stein schieben wir auch wieder rüber zur Seite. So, hier unten waren wir doch schon, ne? Da genau, da war ein Item. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir hier dann auch wieder raus. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir nochmal Schutz brauchen. Jetzt kommen. Wahrscheinlich brauchen wir es noch einmal. Nee. Jetzt sind wir auch raus. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. Ja. Offensichtlich erstmal nichts. Okay. Wir gehen natürlich erstmal hier. Jetzt muss ich kurz nochmal überlegen. Wir könnten jetzt auch mit dem Rad hier rüber, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, da können wir runter. So, was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt hier Programm? So, hier geht's auch weiter. So, hier flüchten wir einmal eben. Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Also, so als Hinweis bekommen wir das in Route 213 ganz, ganz viele Absol gefunden wurden.
Müssen wir jetzt nochmal zum Duellturm? Ey, ich lauf in das erste Stück hohe Gras, ne? Und krieg direkt ein wildes Pokémon, ey. Was ist eigentlich los mit euch? So, in dem Fall haben wir das Habitak. Auch mal ein kleines Wortspiel nebenbei. Ja, keine Ahnung. Ich hatte jetzt fest damit gerechnet, dass wir hier irgendwie nochmal auf Avenaro treffen. Aber wie gesagt, vielleicht müssen wir zum Duellturm. Vielleicht steht er da und wartet auf uns. Ah, hier steht auf jeden Fall unser Freund der Pitter. Hey, Jupp! Nur damit du es weißt, nicht nur du wirst immer stärker. Ja, ich beweise es dir. Bereit zum Kampf? Gut, ich konnte jetzt nicht auswählen, ob ich möchte oder nicht, aber... Dann zeig mal her, was deine Pokémon so drauf haben. Die sollten jetzt schon irgendwas um die Level 70 haben, ne? Sonst wird es hier ganz schnell dunkel für dich, mein Freund. Level 58, ne? Das meint der wirklich, ne? Das meint der wirklich. Naja, uns soll das natürlich recht sein. So, Staraptor hat noch 1 KP über. Und auch das nur dank seines Fokusgurt. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ja, wir bleiben beim Donnerblitz. So, jetzt müssen wir aufpassen, gleich schläft unser Luxra ein. Das ist passiert. Wir wechseln mal, weil unser Luxra schläft jetzt eh tief und fest. Daher macht das ja auch wenig Sinn, den jetzt da noch im Kampf zu behalten. So, Scaraborn. Da sollte unsere Feuerattacke natürlich effektiv sein, klar. So, beim Impoleon wechseln wir auch. Nehmen einmal das Roserade rein. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie verwechselt. Ist das jetzt auch Typ Eis? Nicht nur Wasser? Wasser und Eis dann? Ja, jetzt wechselst du dein Pokémon, ne? Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, das ist die Frage, ne? Wir wechseln mal aufs Garados, oder? Denn was der Pitta kann, das können wir schon ganz lange. So, jetzt ist er erstmal dran. Tja, merkst du, ne? Merkst du selber? Zack, der Shepherds. Okay. Roserade, wir wechseln wieder auf Panferno.
So, Empoleon kommt wieder als nächstes. Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Wenn es Eis ist, auch, also Typ Eis. Ja, wir können auch einfach hier Nahkampf. Können wir mal einen Steigerungshieb kommen. Der ist auf jeden Fall effektiv und dann haben wir dann auch das Empoleon besiegen können. Oh, das gab ich wieder ordentlich Erfahrungspunkte. Jetzt komm, wir bleiben einfach drin. Wir könnten natürlich jetzt nochmal auf das Luxtra umspringen, aber ihr habt es eben schon gesehen, ne? Der hat nur noch ein KP. Ja. Bitte sag nochmal, je stärker der Gegner, desto eher blüht er auf. Ich habe da allerdings meine Zweifel, ob da überhaupt nochmal irgendwas blüht bei ihm. Auch sehr gewagt, ne? Bei dem letzten Pokémon, das noch ein KP über hat. Nochmal so einen Spruch rauszudrücken. Aber so kennt man ihn. Ne? Was? Du willst mir weismachen, dass ich schon wieder verloren habe? Ja, wie die 428 Male davor auch. Du Gurke. Uff. Ach, das macht überhaupt nichts. Je besser du wirst, Jupp, desto besser werden auch ich und meine Pokémon. Ja, ich habe ja meine Zweifel. Pokémon kennen kein Limit, davon bin ich überzeugt, Jupp. Gut, also hier ist zumindest ja nochmal was passiert. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier Venaro, wie der Kollege heißt von vorhin, was der jetzt macht. Ich weiß es echt nicht. Hält er sich hier im Duellturm vielleicht auf, oder? Ach. Ich habe echt nicht die geringste Ahnung. So, jetzt bin ich wieder so ein klein bisschen ratlos, was ich eigentlich hier machen soll. Ich kann ja nochmal eben einen Blick in unser Pokédex werfen. Ihr seht ihr auch schon, ne? Wir sind jetzt schon bei 321 Pokémon, die wir gesehen haben. Ich glaube, als ich jetzt angefangen habe heute mit den Aufnahmen, das müsste ja jetzt schon 4 Folgen her sein, ich bin mir nicht ganz sicher, da standen wir irgendwo bei 280. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 40 ungefähr hinzubekommen. Ja? Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ihr seht aber auch hier, ne? Also hier ist noch eine große Reihe an Pokémon, die uns einfach schlichtweg unbekannt sind. Viele sind bekannt, sind auch schon gefangen. Könnt ihr auch alles hier schön erkennen und sehen. Aber ein Großteil fehlt einfach noch. Das heißt, ich habe auf jeden Fall da noch einiges zu tun. Hier sind die drei legendären Pokémon, die wir jetzt auch zuletzt gefangen haben. Das ist auch noch eine der Sachen, die ich natürlich für mich auf die Liste schreiben möchte, dass ich halt dann nochmal abseits der Aufnahme und der Kamera nochmal in die Untergrundhöhlen gehe und nach den Fragmenten suche, damit wir auch möglichst bald natürlich die nächsten legendären Pokémon fangen können. Boah, ich weiß nicht, soll man nochmal in den Duellturm gehen, nochmal eine Runde starten? Ich wüsste sonst echt nicht, was wir hier tun sollen erstmal. So, okay, der Meisterklasse, ja, okay. Ja, in Folge gewinnen. Boah, okay, alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir nochmal einen Einzelkampf und gucken einfach mal, wie wir hier durchkommen. So, ich muss ja dazu sagen, also unser Team vom letzten Mal fand ich ja gar nicht so uninteressant. Eigentlich müsste ich mal überlegen, das Münzamulett, ne, mit dem Luxra wegzunehmen, weil es bringt nichts. Wir bekommen kein Geld, wenn wir hier antreten. Das macht eigentlich recht wenig Sinn, ne, aber komm. Beim ersten Mal hatten wir keine Probleme, also will ich hoffen, dass wir hier auch keine Probleme bekommen. So, die erste Trainerin
Kommt schon bereits. Ich halte Ausschau nach schicken Outfits. Fällt mir auch ein. Das ist auch eins der Sachen, die ich hier gar nicht gemacht habe im Spiel, mal irgendwie das Outfit zu ändern. Wir laufen einfach schon seit 3 Wochen mit der gleichen Kleidung rum. Das kann nicht gut riechen mit der Zeit. Dass die Leute hier im Spiel überhaupt noch mit uns sprechen. Da hat ja schon an ein Wunder. Wenn ich das so sagen kann. Ja, das war jetzt auch recht kurz für das Kusilla. Ja, hier, ne? Hier geht jetzt auch nochmal richtig der Punk ab, ne? Mit unbekannten Pokémon. Also hier weit zu kommen, ist natürlich auch hilfreich. Ich wünschte, ich hätte was Schickes zum Anziehen. Wenn das der einzige Gedanke ist, ne, den du hast, dann wundert es mich auch nicht, dass du nichts drauf hast. So. Ich musste gerade irgendwie für eine Sekunde überlegen, wie ich das jetzt nett ausdrücke. Ich bin auf der Suche nach einem riesigen Skaraborn. Hast du hier eins gesehen? Ja, auf deinem Kopf befindet sich eins. So, der Versammler. Wollte ich gerade schon gesagt haben, ne? Der wird doch 100% Käfer-Pokémon haben. Aber das Luxio ist meines Wissens nach kein Käfer-Pokémon. So, ist die Frage, ob wir hier erstmal im Knirscher reingehen. Kaumanat kommt als nächstes. Ja, also ihr seht, ne? Also mit Käfer-Pokémon hat der Kollege gegenüber überhaupt nichts. Aber er hat ja gesagt, dass er auf der Suche nach Skaraborn ist, also, ne? Ja, das ist eine Bodenattacke, ne? Die könnte jetzt. Könnte unter Umständen, könnte die wehtun, wenn die jetzt einmal reinkommt. Ich glaube, bei Roserade, glaube ich, macht das weniger Schaden. Deswegen wechseln wir das einfach mal jetzt aus. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Okay, hat doch ein bisschen mehr Schaden gemacht, als ich gehofft habe. Na gut. Ist jetzt die Frage, ob wir als erstes rankommen. Wenn ja, dann könnte jetzt Feierabend sein. So sieht es nämlich aus. Sehr schön. Hätte ich doch nur ein riesiges Skaraborn. Ja. Dann würdest du zumindest auch deinem Namen gerecht werden, ne? Aber so. So, unsere Pokémon werden nochmal geheilt. Ist natürlich auch ein sehr netter Service der jungen Dame hier. Meine Partner und ich haben die Welt zusammen bereist. So, das ist doch der Ruinenmaniac, oder? So sieht es nämlich aus. Roberto. Dann schauen wir mal. Mobile kommt als erstes.
Das ist auch immer einer der Pokémon, die ich immer vom Typen verwechsel. Das müsste ja die Vorstufe vom Mogelbaum sein. Und da denke ich mir immer so, ja gut, das muss ja Pflanze sein. Aber ich glaube, das ist kein Pflanze. Oder kein Pflanzen-Pokémon in dem Fall. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es ist, um ehrlich zu sein. Also... Natürlich wäre jetzt hier unser Panfermo auch sehr effektiv, ne? Aber versuchen wir es einfach mal irgendwie kurz zu halten. So, Luxray wurde vergiftet. Das ist noch alles erträglich. Mit der Betonung auf noch, natürlich. So, er hat natürlich jetzt auch schon sein letztes Pokémon, ne? Also, da muss er jetzt noch einen Brecher reinbringen. Und das Weimar sieht optisch nach einem Brecher aus, ist es aber in dem Fall nicht. Tja. Huenen Maniac, was sagst du jetzt? Vielleicht sollten wir uns wieder auf Reisen begeben. Das ist schon mal ein guter Ansatz, ne? So, Kampf Nummer 4 steht an. Wir sind bereit. Ich sag dir, meine Pokémon sind ganz schön stark. So, ja, das ist wieder einer der Pikachu-Ultras. Ich frage mich, wo das Kind herkommt. Das Kind ist auf einmal einfach da. Naja. So. Auch schon wie bei dem Käfersammler, der ganz klassisch eben auch nicht mit Käfer-Pokémon gekämpft hat, kämpfen die Pikachu-Ultras auch nicht mit Pikachus. Aber das soll uns natürlich erstmal egal sein. Okay, der kommt häufiger, ne? Ja, ja, alles klar. Ja, ja, mach ruhig noch 5 Mal. Alles gut. Ja, ach, ja, natürlich. Tja. Das hast du jetzt davon, ne? So, Vonera kommt als nächstes. Joa. Und jetzt müssen wir natürlich wieder darauf achten, dass wir uns nicht selber Schaden zufügen. Ah, noch ist alles gut. So, Barmelin kommt als nächstes. Hier sind natürlich unsere Elektroattacken auch wieder effektiv. Ah. Also bitte. Selbst die Beere, die er wohl noch hatte, habe ich es noch nicht gesehen jetzt, hat euch auch nicht mehr geholfen. Du hast es echt drauf. Ja, vielleicht solltet ihr mal mit Pikachu versuchen. Ein kleiner Hinweis von einem Pokémon-Noob, wie ich einer eben bin. Sei auf der Hut vor meiner gefürchteten Ninja-Kunst. Pass du lieber mal auf, dass du nicht hin auf die Schlaufe drauf trittst, du Hegel. Wäre nämlich ziemlich peinlich, wenn du mich da auf die Nase legst. So, Janma kommt als nächstes. Ich weiß nicht, ist das Käfer und Flug? So. Jedenfalls sind unsere Elektroattacken sehr effektiv. Das ist doch schön. Das ist das, was wir sehen wollen. So, Regaria kommt rein. Eigentlich könnten wir aus Panferno umspringen. Wir versuchen es erstmal mit dem Knirscher. Gucken einfach mal, wie weit wir da kommen. Okay, hat auch noch eine Beere bei sich. Muss nur aufpassen, nicht, wenn wir jetzt gleich vergiftet werden noch. Ja, noch ist alles gut. Ja, ein Volltreffer.
Du bist nicht auf meinen Ninja-Bluff hereingefallen, ja. Ja, auch der Erste. Die Schlaufe da am Kopf hinten, ey. Ist einfach doppelt so lang wie er selber. So. Ich weiß gar nicht, ist jetzt schon der fünfte, der sechste? Ne, der sechste Kampf, ja. Mensch, das geht ja wieder schnell hier. So. Heute werde ich dir meine Schätze präsentieren. Ja, der Sammler. Wir bleiben dem Donnerblitz treu. Jetzt gehen wir mal auf Ladungsstoß. Ja, alles gut. Gut, also noch ist das ja alles sehr überschaubar hier, ne? Ich kann mir natürlich vorstellen, wir kommen ja auch hier von Runde zu Runde immer weiter. Und später kommen halt auch hoffentlich dann auch mal eben stärkere Pokémon, ne? Oder auch stärkere Trainer, die entsprechend ja auch aufgestellt sind, ne? Aber noch ist das halt alles sehr überschaubar. Also selbst mit Hinsicht auf das Level, ne, der Pokémon, die ja gleich sind. Heißt also auch, die Werte werden entsprechend angepasst. Haben wir aktuell noch keine Probleme hier. Oh nein, meine Pokémon. So, jetzt sind wir auch schon beim siebten Trainer und dann auch wohl der letzte jetzt für diese Runde wieder. So, lass uns hoffen, dass er vielleicht ein paar Brecher-Pokémon am Start hat. Die uns hier vielleicht auch nur mal für 3 Sekunden ins Schwitzen bringen. Du hast doch bestimmt was drauf, oder? Ja. Die einen sagen so, die anderen so. Klar ist aber, dass du es nicht einfach haben wirst, liebe Gisa. Ja, das Duflo haben wir auch schon mal gefangen. Aber bis dahin es noch nicht zum Giflor entwickeln können. Jetzt muss natürlich aufpassen. Ist die Frage, gehen wir. Na. Ja, ich hätte vielleicht vorher schon das Panferno reinholen sollen. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, das Giflor habe ich noch nicht entwickeln können. Ich meine aber auch, ich hatte es eine Zeit lang im Team, das Duflor. Und es hat sich einfach nicht entwickelt. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mit einem Blattstein, habe ich das richtig gesagt, dass es wahrscheinlich damit entwickelt werden kann oder muss. Naja, werde ich auf jeden Fall nochmal irgendwann rausfinden. So, hier erstmal Nahkampf da rein scheppern. Nein! Nochmal. So, auf Wiedersehen. Denn Nahkampf macht sowieso schon recht viel Schaden und wenn der dann noch effektiv ist, dann solltet ihr euch echt alle in Sicherheit bringen. So. So ist die Frage, ob er jetzt durch die Verbrennung irgendwie vielleicht sich verabschiedet. Ah, ein klein bisschen ist noch da. Ja. Ich glaube, es ist eigentlich vollkommen egal, was wir machen. Hauptsache Schaden rein und dann passt das auch. Schöne Sache. Ich wusste, dass du es als Trainer drauf hast. Ja. Warum du da mit dem Tablett in der Hand die ganze Zeit stehst? Ich weiß es nicht. Was das bringen soll. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle 7 Kämpfe in Folge gewonnen. Ja, wir bekommen wieder Gewinnpunkte. Jetzt wahrscheinlich wieder 3 Stück, ja. 3 Gewinnpunkte. Also ich würde vielleicht noch mal eben kurz hier in den Shop gehen.
und mal schauen, was kann ich mir denn jetzt mit 6 Gewinnpunkten holen? Also sagen wir mal so, viel ist es nicht. Das weiß ich schon mal. Ja, also für Fähigkeiten, Pflaster 200 Punkte. Ich habe mal hochrechnen, ne? Das dauert etwas. Okay, ja, hier könnten wir jetzt zumindest die Items. Das Glücksei 77, ey. Da bin ich ja in den nächsten 3 Jahren mit beschäftigt. Was ist denn hier Leben, Orb? Stärkt Attacken, aber jede Attacke kostet den Träger KP, ja. Okay, na gut. Ja, keine Ahnung. Ja, sind interessante Sachen dabei. Hier diese Items, ne, die kosten oder würden jetzt 5 Punkte kosten, 7 Punkte. Hier ist es ein bisschen teurer. Ja, keine Ahnung. Müsste ich mir nochmal irgendwie Gedanken machen, ob das irgendwie notwendig ist. Was ist denn hier? Upgrade. Ein durchsichtiges Gerät. Es enthält alle möglichen Daten. Hergestellt von der Sylph Company. Was ist das denn? Dubios-Disk? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Werden wir bestimmt irgendwann mal rausfinden. Ja, das ist halt die Frage. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, wie wir eigentlich jetzt hier weiter vorgehen. Sollen wir nochmal weiter in den Duellturm gehen? Da nochmal für ein bisschen Furore sorgen? Denn ich habe immer noch keine Ahnung, was hier mit Avenaro ist, den wir ja jetzt zuletzt hier im Karlberg getroffen haben. Ich bin etwas überfragt, um ehrlich zu sein. Vielleicht gehen wir einfach nochmal im nächsten Video nochmal hier in den Duellturm. Wir sind ja schon drin. Aber vielleicht starten wir einfach nochmal die Herausforderung. Vielleicht kriegen wir es auch zweimal hin in der Zeit, damit wir da einfach ja, vorankommen. Denn wir möchten natürlich irgendwann hier auch diese Meisterklasse mal betreten. Und die können wir erst machen, wenn wir 49 Mal in Folge gewonnen haben. Da seht ihr es nämlich. Das heißt, wir müssen noch einige Male hier antreten im Duellturm. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das machen wir natürlich aber im nächsten Video. Heißt, wir machen hier nochmal eine kleine Pause. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.